Mir ist aufgefallen, viele sagen mir, dass ich total hektisch wäre. Und ich hoffe, dem ist nicht so. Und ja, erstmal jetzt wieder hier schön Vasen zerdeppern, um ein bisschen Leben und ein bisschen Energie zu kriegen. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wenn wir da diese Vögel hochholen, dass wir da sehr viel Energie brauchen werden. Ich weiß nicht, wieso ich diese Befürchtung habe. Könnte daran liegen, dass ich das Ganze schon mal gemacht habe, wobei ich weiß, wann ich die Stelle war oder eine andere. Wir werden sehen. Auf jeden Fall schadet Energie nie und Leben ebenfalls und deswegen Vasen zerdeppern. Der Lieblingssport eines jeden Helden. Kommt in vielen verschiedenen Spielen vor und macht immer wieder Spaß. So, und weiter geht's. Zum ersten Vögelchen und zum zweiten Vögelchen und wieder zum Wasser. Ach, da habe ich... Ja. Meine Maus hat zwei zusätzliche Tasten. Die eine ist für das Wasser anhalten da, zum Einfrieren. Und die zweite ist dafür da, um die Zeit zurückzuspulen. Und deswegen kann es mal passieren, dass das eine mache, obwohl ich das andere will. Ja. Eigentlich müssen wir noch darüber springen können. Nein, nicht zurückspulen, gefrieren. So. Und jetzt eingefrieren und rüberspringen. Mach. Ja. Im Prinzip eine tolle Idee, aber nicht möglich gewesen. Aber eigentlich hätte das möglich sein müssen. Überlege ich mir gerade, weil das hat ja geklappt. Warum hat das andere dann nicht geklappt? Da ist mir dann aufgefallen, vielleicht hätte ich ja weitermachen müssen. Deswegen noch ein Versuch. Und... Yeah. Ach so, ja, da habe ich überlegt, kann man vielleicht woanders hin? Irgendwo muss ich hier hin. Nach rechts geht es irgendwie nicht, weil da geht es ja auch irgendwie nicht weiter, da auf der rechten Seite. Deswegen, vielleicht nach oben. Vielleicht nach links. Also oben ist so ein Plattform, links ist so ein Käfig, da können wir sich vielleicht noch festhalten. Ne, kann man nicht. Man kann runterfallen. Nach oben auch irgendwie, da ist ja nicht, geht's ja nicht wirklich weiter. Also muss es doch da auf der Seite sein. Da haben wir uns eben dran festgehalten, also muss das ja irgendwie klappen. Also jetzt. Springen. Klettern. Und springen. Ach, da. Huch, da hängt ja was in der Luft. Kommt das denn plötzlich hier? Hab ich aber nicht gesehen. Okay, meinetwegen. Jetzt sind wir zumindest weitergekommen. Ja, jetzt darüber vielleicht? Nee, doch. So, jetzt. Wunderbar. Und jetzt weiter, weiter. Yay. Bisschen geklettert. Und, na, fast. Ah, jetzt. Nein, schon wieder Leertaste statt rechte Maus, das gedrückt, das ist doof. Ja, und Steuerung vergessen. Und wie ihr seht, ist die Energie jetzt komplett alle. Was natürlich doof ist, aber ja, und tragisch. Okay, diesmal ist es mir aufgefallen, das letzte Mal nicht. Da sind direkt Skelette gespawnt. Und ich habe erstmal voll auf die Fresse bekommen. Aber ja. Da wir doch immer noch stärker sind als diese ganzen Viecher, kann das alles ziemlich egal sein. Und wenn wir sie besiegen, kriegen wir Energie und Leben, also kann es das auch egal sein. Solange sie uns nicht zu oft treffen, ist in Ordnung. Bam! Der Power-Angriff ist schon geil, aber er braucht halt unglaublich Zeit. Yay, weiter eine Energie. Oder auch. Zwei Energieballen. Na, für die, die sich fragen, an der Seite gibt's. An der Seite links oben gibt's ja so vier komische Knöpfe, wo jetzt so ein blauer und roter Stein drin sind. Die zeigen an, welche Fähigkeiten wir jetzt schon geholt haben. Es gibt ja diese Windfähigkeit, die Wasserfähigkeit, also Eisfähigkeit, die Feuer- und die Erdfähigkeit. Und das ist. Und wir haben ja jetzt Wasser und. Oder Eis und Erde. Nee, Eis und Feuer schon geholt. Und deswegen haben wir die beiden Steinchen links oben drin. Ich dachte, ich erzähle das jetzt einfach gerade in dem Moment, wo ich total verkacke.
dann lenke ich ein bisschen von meinem Verkacken ab. Aber ja. Und direkt weiter zum nächsten Gegner und... Ah. Oh, sogar eine Vase kaputt gegangen. Und noch eine Vase und... Oh, ja, Energie. Leben, Leben haben wir fast voll, wir brauchen Energie. Ich merke gerade, dass bei der Wiedergabe zwischen den einzelnen Tracks, weil ich meine Aufnahmen immer in 4 GB teile, das bitte. Ach, scheiße, Energie verbraucht. Dass da immer eine Sekunde hängen bleibt. Ich hoffe, das wird man dann nachher an der Synchronisierung nicht so merken. Ich hasse diese Fallen, wollte ich mal gesagt haben. Und ja, werden wir sehen. Werden wir dann hinterher sehen, sonst muss ich halt ein bisschen rumschnibbeln. Ja. Wie ihr ja schon von mir wisst, hasse ich diese Walzen. Wie die Pest. Wie diese Walzen, die einfach nur. Au. Au. Die einfach nur so hoch und runter gehen, die sind ja in Ordnung, aber. Au. Au. Scheiße. Und diese Walzen, wo man dann drüber springen muss, die sind einfach so beschissen. Boah, nee. Das muss ich aber. Das muss ich da durchkommen, sonst habe ich ein Problem. Ich habe fast keine Leben mehr. Ich habe ein oder zwei Treffer und ich bin tot. Ah, okay, es waren 2 Treffer. Ich glaube, ich hole mir lieber. Nee, hol ich mir Leben? Nein, erst noch nicht. Okay. Oh, nicht noch eine Falle. Das gibt's doch nicht, Leute. Hier werden verarschen. Gott sei Dank. Ah, Vasen. 2 Leben. 3 Leben. Sehr viel, ich muss schon sagen. Ja. So, die Wand hoch und gucken, was oben passiert. Spring. Okay, der Schaden reicht für die Viecher nicht aus. Gut zu wissen. Weil ich habe mich letztes Mal gefragt, warum kann man... Oh, cool. Runtergekickt. Warum kann man eigentlich machen, dass dieser Luftangriff stärker wird? Jetzt weiß ich's. Wenn man alle Viecher wahrscheinlich mit dem Anspringen killt. Man kann ja auch verbessern, dass man die Gegner zurückhaut, aber das... Dazu kommen wir vielleicht irgendwann anders mal. Cool. Sie waren am Leben. Wie konnte es so weit kommen? Ist doch langweilig, wenn man gar nicht kämpfen muss. Ich überlege gerade, ob ich den. Ob ich den Gegner, den vorhin oder den jetzt besser finde. Also. Den Malik-Dämon oder den Dämon-Dämon? Okay, hat trotzdem nicht so viel Schaden gemacht, aber trotzdem nicht schön. Ah, ich muss stampfen. Das nervt, das ist nicht schön. Ja, da habe ich auch gelernt auszuweichen. Weil, wenn man einfach nur rollt im richtigen Moment, dann trifft einem der Dämon schon nicht. Glaube ich zumindest. Auch wenn er im Prinzip in die dahin schlägt, wo man gerade ist. Aber dann rollt man sich dann unterm Schwert runter durch. Wer ihn versteht, darf mir gerne die Übersetzung zuschreiben. Auch nämlich an Gegner. Okay, vielleicht klappt es ja, dass er die Gegner kaputt haut und wir dann dadurch Leben bekommen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, an dieser Stelle würde die Steinrüstung uns vielleicht was bringen, weil wir dann einfach den Angriffen von ihm nicht ausweichen müssen. Okay, die Leben von den Viechern kriegen wir, glaube ich, nicht. Außer wir töten sie selbst. Vielleicht klappt es ja mit der einen Angriff. Jetzt sind sie alle, aber leben. Dann erstmal ein bisschen Skelette metzeln oder Zombies oder was auch immer sind. Ne, Zombies nicht. Mumien, Skelette. Ich habe keine Ahnung. Eins ist eindeutig Skelette, was andere. Ich bin ja kein Sand, Monster, Kundiger. Au. Fand ich so gut. Also ich muss sagen, es ist sehr interessant, sich selbst beim Spielen zuzugucken. Mache ich sonst nicht so viel. Also klar, ich gucke mir die Folgen meistens nochmal an, oder im Schnelldurchlauf oder wie auch immer, um auch dann eine Beschreibung für die Videos zu finden, aber ich habe selten, dass es einfach so nur mir so beim Zocken zuguckt, ohne irgendwann ein Gelaber dazu zu haben und das Gelaber jetzt noch selbst zu machen. Das ist irgendwie ein bisschen irritierend. Hinter die Säule vielleicht?
Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel Schaden es macht, wenn man das bekommt. Ich denke, man ist direkt tot. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich dachte, muss man nicht haben. Mit Eis ein bisschen Leben tanken, wenn es denn klappt. Nein, bitte nicht. Wow, das war knapp. Eis auf den Fettsack draufhauen, müsste auch Schaden machen. Das nein, bitte nicht gesagt. Au, toll, Leben bekommen, direkt wieder verloren. Ah, das war schon besser. Was mit denen durch die Füße durchrollen, das kennen wir auch schon aus anderen Spielen. Und aus einer. Ich glaube, da hatten wir schon öfter in diesem Spiel auch, ne? Aber. Ich merke, wenn man nicht die Maus auf der Maus rumhackt und auf die Tasten hacken muss, denkt man rechtzeitiger Steuerung zu treffen. Wow. So, dass mutig hier ist. Aber gleich kommen wir erstmal zu dieser Phase. Dann kommen wir zum nächsten Vogel. Und eine Sache passiert jetzt, die ich sehr toll finde. Wir sammeln Leben und Energie ein, ohne Krieg zu verbrauchen, und kommen danach machen danach weiter. Das heißt, wir haben einfach mal wieder mehr wesentlich mehr Leben, wesentlich mehr Energie. Das war ja eben, also mit diesem paar Leben zum Kampfhinder gehen, war ja echt eine scheiß Idee, muss ich ja ehrlich sagen. Ich brauche mehr. Bam und bam und bam und. Ein paar Nasen mitnehmen. Und weiter geht's. Yay! Stehe ich hier die eigentlich ab? Ich glaube ja. Könnt ihr mir auch mal in Kommentare schreiben, wie ihr das so mit den verschiedenen Vorankommensarten findet. Ich finde es total lustig. Auf der anderen Seite, man muss die ganze Zeit zwischen den Tasten hin und her wechseln. Also es ist schon. Timing der Tasten ist hier echt alles. Das geht ja noch, aber wenn man dann verschiedene. Ich stelle mir gerade vor, wenn man noch einen Vogel hat und dann an der Wassersäule ranspringt und dann. Ach, wir kommen wieder zu dem Viech zurück. Diesmal aber mit mehr Leben und Energie. Das ist doch toll, oder? Ja, wenn man dann einen Vogel hat und Eis hat und keine Ahnung was noch und das dann alles kombinieren muss in der richtigen Reihenfolge, im richtigen Zeitpunkt, genau die richtigen Tasten zu drücken, das stelle ich mir echt scheiße vor. Und. Nein, roll weg. Ja, schön gemacht. Ja, und nochmal auf die Füße, nochmal. Ist auch geil, dass wir einfach nur die Viecher auf die Füße hauen und es dadurch wirklich Schaden bekommt. Also. Nicht, dass es irgendwie stolpert oder so, sondern einfach Schaden. Und ja. Was ich sehr nett fand, dass das Viech uns genau dahin bombardiert, schleudert, keine Ahnung was. Das muss der Eingang zur Djinnstadt sein. Junge, du bist auch nicht zu retten, aber das ist was anderes. Und was ist da? Ich sag doch, nett, dass der uns hier hingehauen hat. Das ist einfach eine Abkürzung, oder? So. Also geht's jetzt in die Djinnstadt. Und, ja, mal gucken, was uns dort erwartet. Okay, der Eingang ist ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Aber das ist ja alles noch in Ordnung. Wow. Dorn am Boden ist aber nicht so schön. Da habe ich schon nettere Städte gesehen. Beziehungsweise nettere Einheiten. Ach du Scheiße. Ja. Ich würde sagen, einmal Turm klettern. Und jetzt. Wunderbar. Aber diese Sägen sind echt. Also, Prince of Persia lebt von diesen Sägen. Ich muss schon sagen. Die kommen in allen Versionen vor. In. Oh. Ich glaube, da konnte man sich nicht festhalten an diesem etwas da drüben. Was auch immer das ist. Das wird da irgendwann auch mal eine Säge durchlaufen. Ich weiß es nicht. Aber wir können noch mit Rechtsklick weiter hochlaufen. Ja, mal wieder springen und weiter hochlaufen. Und. Ach Gott, das sind so engen Sägen, aber das musst du trotzdem klappen. Also springen. Springen, weiter hochlaufen. Ach, scheiße. Das ist. Anscheinend doch nicht die richtige Methode.
Achso, ja, klar, wir können ja auch einfach hochlaufen. Ja, manchmal fehlt es mir ein bisschen an. Nein, nicht nochmal springen. Manchmal denke ich zu kompliziert, obwohl es einfach ist. Und nein, hier ist kein Sarkophag mehr drüber. Aber hätte ja sein können. Und. Junge, warte, Leiter, ab, warte, 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 ab, warte, ab, warte. Oh. Das glaube ich nicht so langsam, das war mir von vornherein klar. Schließlich spielen wir Prince of Persia. Da ist alles mit Fallen voll. Einer an der rechten Wand. Ja. Rechts und laufen und springen. Ach, scheiße. Das ist das Problem, wenn diese Kameraführung immer so schräg ist. Man sieht nicht genau, wo man eigentlich gerade hin muss oder ist. Und ist lauf! Wunderbar. Was Ui. Mache ich nur? Ein neuer Raum. Ja, ist die Stadt der Djinn oben Was oder ist das? Wo? Ein Käfer. Oh, scheiße gewesen, glaube ich. Das ist nämlich nicht nur ein Käfer, sondern ganz viele Käfer. Und ja, man bekommt pro Käfer Erfahrungspunkte. Das habe ich mich das letzte Mal nach dem Kampf gefragt. Weil das ja echt viele Käfer sind. Und die mit einem Schlag zu erledigen sind. Okay, die machen auch ordentlich Schaden, sehe ich gerade. Aber, muss schon sagen. Tür, geschlossen. Säule mit Drehdingsbums. Eine Säule. Eine geschlossene, eine dieselbe geschlossene Tür. Ich glaube, man muss hier was drehen, damit man hochkommt. Und zwar, denke ich mal, mit dem Stab zusammen, was sind das. Ui, schick. Direkt zwei Treppen auf einmal, da muss man sich erst entscheiden, auf welche Seite man hochgeht. Hä? Ja, selber Spielchen jetzt nochmal, nur mit Wasser in der Mitte, warum auch immer.